als würde ich auf dem Weg umkommen oder so, auf dem Weg den Radweg jetzt wenden. Neue Technik zu lernen, gibt den Radfahrern erst die richtige Würze. Okay. Anzahl der Zusammenschlüsse 7. Zeit 1 Minute oder mehr. Dein Talent zum Rad als Radfahrer ist leicht zu wünschen übrig. Du brauchst auch viel mehr Übung. Das ist nicht nett zu sagen. Ja gut, natürlich habe ich über eine Minute gebraucht, wenn ich ein paar Kämpfe gemacht habe. Aber das habe ich auch ganz gerne in dem alten Pokémon Rubin gemacht. Was natürlich eine ganz andere Steuerung jetzt ist als in diesem Remake. Denn ich versuche den Radweg so gut es ging abzufahren. Moment, wir probieren es jetzt noch einmal. Also klar, nach unten, von unten nach oben, das zählt nicht. So, offiziell geht's ab hier los. Ah, du... Okay, wisst ihr was? Ich mach das ein andermal. Der Typ hat mir schon die ganze Tour ruiniert. So, jetzt machen wir... Ja, jetzt machen wir hier eigentlich... Haben jetzt eigentlich so zwei von den vier Seiten, wo halt diese Stadt hinausgeht, schon erkundet. So, erstmal heilen. Und dann gucken wir mal, was im Osten so abgeht. Ich meine natürlich im Osten. Ja doch, das habe ich eben schon so gesagt. Ich will jetzt keine Angel benutzen, sondern mein Fahrrad. Ja. So, raus, 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 raus. Und hier sind wir draußen. Du! Ja, du! Kämpf gegen mich. Der Duft von Blumen ist wie eine magische Kraft. Es reinigt Körper und Geist. Ach ja, okay. Wir können ausschließen, sie hat Pflanzen-Pokémon bei sich, natürlich. Und ich glaube, mit Kili... Ja, ich weiß nicht, wenn er jetzt Giftattacken einsetzt, bin ich natürlich gearscht. Aber ich mache natürlich auch beachtlichen Schaden. Wow, One-Hit. Das ist schön. Und Level Up. Das ist auch schön. Roselia. Ah, ich weiß nicht. Ich lass mal Kilia drin. Irgendwie war es eine viel zu große Ironie, zwei Roselias gegeneinander kämpfen zu lassen. Ich glaube einfach, dass ich hier zu sehr einen Vorteil hätte, wenn ich jetzt mit Kilia mal kurz weiterkämpfe. Da, seht ihr. One-Hitted. Ich habe gerade noch gesagt, wie schwach es ist und auf einmal zerstört es alle. Also jetzt sehe ich natürlich aus wie jemand, der nur Scheiße labert. Aber dennoch, da es ein Level-Up erreicht hat, kommt es jetzt weiter nach da. Und Kind. Ja, man kann surfen, wenn man Surfer hat. Wow, Angler. Und Items, Sternenstaub, das kann ich verscherbeln. Ah. Ja, auch der redet über die Attacke Surfer. Aber der redet nicht, er kämpft. Ein echter Kämpfer-Man eben. Gitarrist Kirk hat ein... Ah, Magneti, du Scheiße, ey. Okay, welches Level so? 16, ich bin ihm leveltechnisch voll überlegen. Das heißt, so ein Zauberblatt. Ja, macht auch ganz guten Schaden so. Er macht eher weniger guten Schaden, so. Donnerschock. Ich weiß noch, Donnerschock ist voll die Nostalgie-Attacke. Einfach so, weil bei Pokémon Gelb kriegt man ein Pikachu am Anfang und dessen Attacke ist so Donnerschock, so einfach, mit der man kämpft, wisst ihr? Das macht das Ganze so besonders. Jetzt habe ich zwar auch ein Pikachu, aber, also hast du es ja auch, ich habe halt nur privat Pokémon Gelb gespielt, nie als Let's Play. Aber jetzt hat dieses Pikachu, was ich halt habe, nicht mal die Attacke. Donnerschock. Nur Elektroball, wenn überhaupt. Okay, das war ein beachtlicher Kampf. Schalalalala. Der Gitarrist verliert. Und du? Ein Angler braucht eine gute Ausrüstung. Für einen Trainer hingegen sind natürlich seine Pokémon entscheidend und dass er sie mit Herz und Seele trainiert. Schön gesagt, Mann. Wettnetten Carpador. Oh. Oh, überhaupt nicht. Nee, der hat schon ein richtiges Kämpfer-Pokémon. Ich sehe, was der so... Ah, ich darf zuerst auf jeden Fall angreifen. Ja gut, sieht natürlich jetzt nicht so nach Kämpfer aus, wenn Zeug besiegt ist, aber es kann ein guter Kämpfer sein. So, Roselia erreicht Level 22. Grasflöte versucht es zu lernen. Lässt den Gegner Pokémon einschlafen. Ja, ist halt
nicht so gut, ne? Also Genauigkeit 55, Stachelspur, was paralysieren kann, 75, was natürlich besser ist, dann ja, will ich Grasflöte jetzt nicht lernen. So, und das war's auch schon. Du hast wohl mehr Herz für dein Pokémon-Team als ich. Ja. Das Training läuft ziemlich gut, alle auf Level 22 jetzt. So, ja, sieht doch ganz gut aus. So, damit haben wir den östlichen Teil eigentlich auch komplett erkundet. Bleibt uns jetzt wohl noch der Norden übrig. Mal sehen, was es hier so alles gibt. Hier sind bestimmt auch Items, aber ich kann nicht gleichzeitig Fahrrad fahren und... Ich habe die Familie Siegers herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Oh ja, das ist eine Kämpferfamilie. Dazu komme ich gleich. Das war's, mehr gibt's ja nicht. Wie sieht mein Pokémon-Team aus? Minimal KP fehlen bei Roselia, aber ich glaube, das ist jetzt nicht weiter was Schlimmes. Ja, das ist eine echte Kämpferfamilie. Hallo, ich will dich hier nicht lange aufhalten. Ich sehe, dass du auf Reisen bist. Was hältst du davon? Du trittst mit deinem Pokémon gegen uns vier Familienmitglieder hintereinander an. Ja, das ist eigentlich Kampfgeist. Ich mag dich. Und los geht's. Vier Kämpfe hintereinander. Ohne Pause, ohne kurz heilen gehen, vorher nix. Es wird einfach viermal hintereinander gekämpft. Was natürlich wirklich, wirklich nicht leicht ist. So, wir halten uns bereit. Er ist jetzt Energiefokus an. Das war knapp. Gut, diese Sinelbeere hilft jetzt natürlich auch nicht so viel, wenn ich jetzt eh mit dem nächsten Schlag ihn besiegen kann. Ich hoffe nur, dieser Ruckzuck-Kick wird jetzt kein Volltreffer. Wird es? Doch, wird es. Na gut, war jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Jetzt kommen Zickzacks. Was geht ab? Coole Augen. Was macht das denn nochmal? Denk mal einen Angriff. Okay, ist nicht weiter schlimm. Wieso macht es da nicht Heuler? Ist doch die gleiche Attacke im Prinzip vom Effekt her. Auch der hat eine Beere. Und ich darf mal zuerst. Das ist cool. Okay. Gut. Das war jetzt noch sehr gut. War ja der erste Kampf. Boah, du bist stärker, als du aussiehst. Und es gibt Geld. Hey ihr, ich habe einen starken Trainer gefunden. Und ich kann ohne Pause direkt weiterkämpfen. Oh, du meine Güte, bist du aber jung. Trotzdem musst du ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Wow. Direkt nächste Runde. Und sie hat einen Roselia. Oh Mann, viele Leute haben auf einmal Roselia. Inklusive mir, aber in dem Fall dann Kirlia. Im Kampf. Zauberblatt. Wow, die ist stark, die Attacke gewesen. Vielleicht kann ich es one-hitten, ich weiß ja nicht. Nee. Wow, dann besiegt es mich ja tatsächlich. Oh, der macht Egelsamen, der Vollidiot. Dann habe ich auch eine Chance. Der hätte mich einfach zerstören können jetzt. Wenn ich jetzt aber schaffe... Ja, habe ich echt noch gewonnen. Loser. Der hätte mich echt besiegen können. Oder die Swipe da. Sehr schön. Hier draußen ist ein starker Trainer, ein wirklich starker, sage ich euch. Du bist stärker als Mami? Wow, aber ich bin auch schwach, wirklich, ganz ehrlich. Ja, jetzt kommt das Kind. Die hat gleich drei Pokémon. Fängt mit dem Goldini an. So, wir haben ja Kirlia, ein bisschen geschwächt. Oh, wir können das Zauberblatt einsetzen. Wenn ich überhaupt dazu komme. Ja, ich kann gerade noch so einen Angriff starten. Ah, schade. Leider nicht ganz gereicht. Vielleicht ist er so blöd und macht irgendwas Doofes. Nein, der besiegt mich jetzt wirklich. Na gut, dann Pikachu. So, rock die Gegner weg.
Boom. Ich glaube, sogar ein Ruckzuck-Keep hätte gereicht, aber aus Prinzip ist einfach die Attacke. Yeah. Direkt ein Level up. Schön. Versucht Doppelteam. Ah, ich glaube nicht. Ist eine gute Attacke, keine Frage, aber ich glaube, es passt jetzt nicht so ganz bei mir rein. Jetzt kommt Kamaup. Feuerboden. Ich bleib mal drin. Ich glaube jetzt nicht, dass er eine Bodenattacke drauf hat. Ich weiß es nicht. So, Elektroball meine ich, bringt mir ja nichts. Sternhieb ist, glaube ich, auch nicht so effektiv, oder? Ich setze mal Sternhieb ein. Ich glaube aber Stahl auf Feuer ist nicht, tatsächlich nicht so effektiv. War jetzt ein Volltreffer. Noch Funkenflug. Okay. Hab jetzt nicht mehr so viel zum Kontern, aber ich glaube. Ah, knapp. Okay, aber er macht Energiefokus. Scheiß drauf. Das ist einfach nur ein anderes Wort für, ey, gib mir eine Chance, ein zweites Mal anzugreifen und ihn endgültig zu zerstören. Yeah, cool, es ist besiegt. Pikachu macht das Rennen. Und jetzt kommt ein Knilz. Das ist eine optimale Gelegenheit für Jungblut, in den Kampf zu gehen, schreiten. So, Jungblut sehen wir, glaube ich, am seltensten von unseren vier Pokémon so tatsächlich im Kampf. Aber einfach nur, weil es auch das Stärkste von allen ist. Boah, Feuer und weg. Sehr schön. Genau davon rede ich ja. Hä, sag bloß, dass ich verloren hab. Hä? Das ist gemein, Schlucks Oma. Jetzt kommt die Oma. Wie konntest du meine Enkelin zum Wein bringen? Schäm dich, dafür werde ich deine Pokémon ordentlich in die Mangel nehmen. Mach ich auf was gefasst. Cool, wenn ich mich wie ein Arsch aufführe, dann dürfen meine Pokémon runterladen. Stell euch mal vor, ich komme zu euch nach Hause, sagt eurer Schwester, dass die scheiße aussieht, die weint dann und dann sagt ihr, ja, okay, dafür werde ich deinen Hund beißen oder so, keine Ahnung, oder deinen Hund schlagen. So ungefähr kommt das rüber. So, jetzt haben wir ein Psycho-Kampf-Pokémon vor uns. Ich weiß gar nicht, wie Sternhieb sich da auswirkt. Oh, es geht daneben. Shit. Boah, das war stark. Okay, kein Sternhieb mehr, jetzt kommt der Elektroball einfach. Habe ich mir ein bisschen stärker vorgestellt. Okay. Jetzt. Ja, Pikachu ist zerstört. Ist Mediti ist ganz schön stark. Gut, dann setze ich jetzt Jungblut ein. Kampf gegen Kampf. So habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Ach, wow. Ich bin echt blöd. Wow, coole Musik dazu. Nee, aber Doppelkick ist natürlich nicht so effektiv. Weil es ja auch ein Psycho-Pokémon ist. Ganz vergessen. So, nächste Runde. Jetzt kriege ich eine verstärkte Kraftwelle ab. Boah, die ist... Nein, komm, jetzt reißt sich zusammen. Okay, er reißt sich zusammen. Boah, bin ich auf einmal paralysiert. Gut. Dieses Meditier, es hätte noch böse Sachen mein Pokémon-Team machen können. Aber wir haben es aufgehalten. Oha, du bist stark. Meine Enkelin hatte recht. Oh, es gibt ganz viel Geld.